Wir sind nochmal bei den Übungen zur PQ-Formel. Wir hatten es ja so gemacht, man kann sich ja ganz schnell mal eine Funktion basteln mit der Linearfaktorenform, die dann ausmultipliziert hinschreiben und hat dann hier ein P und hier ein Q und kann dann mit der PQ-Formel sich nochmal rantasten. Man weiß ja schon, was rauskommen muss, nämlich x01 ist das und x02 ist das. Und wenn man dann sich so ein Ding hingebastelt hat, kann man nämlich sehr schick üben und hier vor allem unter der Wurzel sich so lange was hinbasteln, bis das funktioniert. Da gab es nochmal die Frage, wie kann man 4,5 am besten so umwandeln, dass man da, wenn es geht, auch Sechzehntel rauskriegt. Warum Sechzehntel? Sechzehntel kann man glatt die Wurzel rausziehen. Aus Siebzehntel nicht, aus Zehntel nicht, aus Achtel nicht, aber aus Sechzehntel, aus Viertel, aus weiß der Kuckuck was, da, wo man also glatte Quadratzahlen vorliegen hat. Man nimmt die 4,5, wandelt sie um in 45 Zehntel. 45 Zehntel hat aber immer noch nichts mit Sechzehntel zu tun. Ich muss einen gleichen Namen finden. Dann fangen wir eben mal an zu kürzen. Kürzen wir durch 5, haben wir hier eine 9, hier eine 2. Und hier auf Sechzehntel zu kommen, heißt, dass ich mit 8 erweitern muss. Dann habe ich 9 mal 8, also 72 Sechzehntel. Sechzehntel werde ich die Wurzel gut ziehen können. Und wenn ich noch die 9 und die 72 zusammenbringe, habe ich 81. Und aus diesen kann man schön Wurzeln ziehen. Also das nochmal dazu. Ich habe mir noch ein anderes Beispiel eingefallen lassen, um noch eine Technik zu zeigen. Multipliziert diese Aufgabe mal aus, bringt sie in die sogenannte Normalform, also in die hier. Und wenn wir das haben, also können wir dann die PQ-Formel anwenden und dann werden wir uns noch mit einigen Tricks da auseinandersetzen. Macht mal. Also wir haben hier das ganze Ding ausmultipliziert, zusammengefasst. Hier haben wir P. Und hier haben wir Q. So, und jetzt PQ-Formel anwenden und dann sehen wir uns wieder. Wir hatten ja gesagt, P, das ist in diesem Fall plus 7 Zehntel, also ich schreibe es mal hin, P rausgeschrieben, das wäre hier das P. 0,7 bzw. 7 Zehntel. Wie kann ich aber so schnell wie möglich, denn hier haben wir uns ein bisschen festgerechnet, hier müssten wir 35 zum Quadrat bilden und ach, hör auf und viele Kommastellen. Das geht umständlicher. Da machen wir es lieber einfacher. 7 Zehntel ist P. Ich möchte aber P halbe haben. Also sage ich, okay, wenn ich einfach sage, ich muss ja hier unten noch eine 2 drunter setzen, also P halbe bedeutet dann, da ich 7 Zehntel auch noch unten mit einer 2 versehe, dann habe ich 7 Zwanzigstel. Mal sehen, wie das aussieht, dann lässt sich es vielleicht leichter rechnen. Minus 7 Zwanzigstel. Und das lässt sich leichter quadrieren, weil 7 mal 7 ist 49 und 20 mal 20 ist 400. Auch nicht so schlimm. Jetzt kommen wir zu Q. Gucken wir uns nochmal Q auf eine ähnliche Art und Weise an. Q ist ja minus 0,6. Demzufolge müssen wir Q hier unten drunter als ja, 0,6, das wären 6 Zehntel, also minus 6 Zehntel. Das lässt sich aber relativ leicht erweitern, indem man sagt, okay, mal 40, mal 40 und dann bildet sich ein neues Q. Das sind 240 Vierhundertstel. So, minus Q heißt es, minus minus, hatte ich jetzt das Minus hier vergessen hinzumalen. So, minus minus ist plus, also plus 240 Vierhundertstel. Vierhundertstel ist wunderschön, das können wir nämlich ganz einwandfrei wieder wurzeln, aber wird sich auch aus 289 die Wurzel ziehen lassen? Ich behaupte sofort ja. Minus 7/20 steht hier wieder, plus minus und jetzt die Wurzel aus 289 ist. 17 und hier unten steht wieder die 20. Und der Rest ist Pillepalle. Gut, jetzt haben wir das alles soweit durchgekaspert. Hier macht sich gut, ist 17 und dann letzten Endes geht es ganz leicht, wenn man oben mit der Linearfaktorenform vergleicht. Jawohl, da sind die Nullstellen wieder. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, manchmal große Dinge zu umgehen. Machen wir mal noch ein Beispiel in Schwarz. 0 soll sein. X minus 0,6 mal in Klammern x minus 0,4. Mal sehen, was daraus wird. Jetzt sind wir hier an der Stelle angelangt, ausmultipliziert. Jetzt haben wir die Wahl. Hier ein Halb, das lässt sich wunderbar quadrieren, ist ein Viertel. Aber 24 Hundertstel auf Viertel bringen ist vielleicht ein bisschen blöde. Weil hier müsste ich durch 25 teilen und 24 durch 25 ist doof. Was nehmen wir jetzt? Jetzt lassen wir das Q so stehen.
Und machen was anderes draus, was denn? Jawohl. Jetzt sagen wir, wir lassen das Q so stehen und sagen hier lieber, wir erweitern mit 25. Dann haben wir nämlich hier auch Hundertstel und aus 100 kann man ideal die Wurzel ziehen. So, hier heißt es, das Q ist positiv 24 Hundertstel, also müssen wir es abziehen. So, und jetzt sieht man hier, das sind 25 Hundertstel minus 24 Hundertstel. Wurzel aus 1 ist 1 und hier drunter steht Zehntel. Jetzt haben wir bloß noch hier vorne eine kleine Last. Das sind 5 Zehntel, ne? So sieht es dann aus. x01 und x02, die entsprechenden Werte finden wir gleich. 5 Zehntel sind 6 Zehntel. Aha, hier oben passt. Und hier unten sagen wir 5 Zehntel. Minus 1 Zehntel, 4 Zehntel, 0,4 passt. Richtig gemacht, Schwein gehabt. Jetzt sieht die Formel so aus, jetzt multiplizieren wir das auch aus. Also 1 mal 8 und 1 mal 3 und 8 mal 4, das dürfte nicht so schwer sein. Aber mal sehen, wie wir dann vorwärts kommen. Einfach so zur Übung. So, jetzt haben wir uns geeinigt. Ich habe hier mal kurz Mist gemacht. 3 32 dahinter und hier sind es minus 5 Achtel x. Ne? Ein Achtel. Hier habe ich gleich erweitert auf Achtel. Geht leichter. So, und jetzt PQ anwenden. Das Rätsels Auflösung. Hier machen wir, wenn man es nicht sofort überschaut, haben wir uns hier mal rangetastet. Immer mit 2, immer weiter erweitert, bis man auf 56 kommt. Hier drunter geschrieben, zusammengefasst. 49, daraus die Wurzel 7 und hier raus wieder die Wurzel 16 und dann ist der Rest wieder. Ganz leicht und das passt, ne? 3 Viertel und minus 1 Achtel hat gepasst. Noch ein Beispiel, jetzt hauen wir mal ein bisschen auf die Kacke und übertreiben mal. Das soll Siebtel, x Siebtel heißen und das 0,2, 5x Sechstel minus 1 Viertel heißt das hier. Macht mal. Ich würde am besten mit Brüchen weiterarbeiten, weil mit der 0,2 da, naja. Jetzt haben wir hier aus 0,2 mal 1 Fünftel gemacht und ausmultipliziert und ärgern uns derzeit und müssten eigentlich als Hauptsinneinander irgendwie 6 mal 28 nehmen. Leichter ist es, wenn man sich hier rankürzt und sagt, ich teile durch 2, also ich kürze durch 2, dann hätte ich hier 14. Und hier durch 2, wie kriegt man diesen Bruch hin? Da hätte ich 0,5 Drittel, ne? Mal sehen. Dann machen wir uns hier nicht weiter verrückt, dann sagen wir einfach, okay, dann schreiben wir erstmal so weit ab, wie es uns im Moment nicht berührt. Und machen hier einfach mal die Hälfte draus. Das heißt, hier hätte ich 0,5x Drittel, damit es leichter zu multiplizieren geht. Und hier hätte ich 0,5x Vierzehntel. Und hier hinten das 21. lasse ich. Wer weiß, wozu es gut ist. Und wenn ich jetzt hier 3 mal 14 das Produkt bilde, wird es vielleicht besser. Machen wir es mal. Ich erweitere hier mit 14 und hier mit 3. Dann komme ich auf den gleichen Nenner. Machen wir mal weiter. 0 ist gleich tralala, was hier vorne steht. Und jetzt geht's los. Jetzt hätte ich muss hier mit 14 erweitern, also auch hier oben 14 mal nehmen und hier muss ich 3 mal nehmen. Mal sehen, was draus wird. Hier habe ich 14 mal 0,5 ist 7. Und hier unten 3 mal 14, 3 mal 4, das müssten 42 sein, ne? Oder? Ja. Wenn ich das wieder kürze, habe ich den gleichen Mist wieder wie vorher dastehen. Das wird nicht besser, aber ich will es ja zum Zusammenfassen nehmen, ne? Und jetzt machen wir mal hier weiter. 3 mal 0,5 ist 1,5x. Und hier unten wieder die 42. Und hier hinten bleibt der Rest. Das ist nicht so schwer. Wenn ich das zusammenfasse, also schöner wird es nicht, aber mal sehen, wie es weitergeht. Hier passiert gerade was ganz Komisches. Was mache ich jetzt, bevor ich hier mir einen Hals breche? Jetzt kommt eine Idee. Wunderbar. Wir nehmen mal alles einfach mal 42. Einfach mal 42. Warum? Der Effekt ist klar. Denn hier werde ich die 42. los und hier unten, das lässt sich leicht multiplizieren. Also mal 42 ist der nächste Schritt. Ich mache mal, ach ne, ich kann unten noch eine drunter schmieren. 0 mal 42 bleibt so. Hier habe ich 5x Quadrat. Hier habe ich, jetzt kann ich auch sagen, 7 minus 1,5 ist 5,5.
x. Und hier hinten habe ich 42 Zwanzigstel. Und aus diesen 42 Zwanzigstel kann ich ja was machen. Was kann man da sofort machen? Nö, 4,2. Nur einfach Zehntel. Zwanzigstel, Entschuldigung. 21 Zehntel, das wären dann 2,1, richtig. 21 Zehntel, ja, gut, passt. So, jetzt gibt es aber ein Problem bei der PQ-Formel. Hier vorne darf nichts stehen. Und jetzt kommt der nächste Trick, damit ich die PQ-Formel und nicht die große ABC-Formel anwenden muss. Ich teile den ganzen Kram durch 5. Und dann kann ich die PQ-Formel anwenden. Und jetzt mache ich hier oben mal weiter. Alles durch 5. 0 durch 5 ist 0. 5x² durch 5 bleibt x². Hier bleibt 1,1x. Und 2,1 durch 5, da müssen wir uns schnell mal was überlegen, ist wie mal 2 durch 10. Also, das mal 2 ist 4,2 durch 10 ist 0,42. Alter Rechentrick. Nochmal, 2,1 mal 2 ist 4,2 durch 10. Ist das gleiche, als wenn ich durch 5 teile. 4,2 durch 10 ist 0,42. So. Und jetzt haben wir P und Q. Allerdings sieht man hier nicht so deutlich die Lösung, aber da können wir uns auch noch rantasten. Dann legen wir mal los. Wir sehen uns gleich wieder. So, also aus 1,1 haben wir 11 Zehntel gemacht als P. Davon die Hälfte ist minus, also minus P halbe ist dann minus 11 Zwanzigstel. Die Hälfte von Zehntel ist Zwanzigstel. Das kann man schön quadrieren, 121 Vierhundertstel. Und aus 0,42, ich habe es nochmal als Nebenrechnung dargestellt, machen wir 42 Hundertstel. Zwei Stellen, zwei Nullen, passt. Und erweitern mal 4 und dann haben wir 168 Vierhundertstel. Und jetzt müssen wir den Mist noch zusammenzählen. Ich schreibe das mal hin. Das ist, aber ich mache mal Pause in der Zeit und den Rest kann man ja selber rechnen. So, jetzt haben wir den Kram ausgerechnet. Wir kommen auf x01 ist 0,3 und x02 minus 1,4. Das passt hier aber nicht so schnell. Man sieht das nicht so schnell. Jetzt gibt es zwei Wege, das auszuprobieren, ob es stimmt. Entweder ich setze die 0,3 hier oben ein, muss aber trotzdem dann Rechenaufwand betreiben. Kann passieren, dass ich hier scheitere und hier erst gewinne. Oder ich mache es leichter, ich rechne die Lösung von hier oben aus. Das heißt, ich rechne mir die einzelnen Klammern auf und setze die 0. Und dann komme ich wahrscheinlich eher hin. Machen wir das mal schnell. Ich habe mir diese Klammer nochmal hier runtergezogen. Jetzt sollte man aber wirklich mit der originalen 0,2 arbeiten, damit man nicht eventuell doch Mist gemacht hat. Also jetzt hier x01 ausrechnen. 0 ist gleich Klammerausdruck. Erste. Und loslegen und das Ganze mit der anderen auch. Und dann machen wir, sehen wir uns wieder. Aber deine Variante war die leichtere, die Dinge ausrechnen und dann muss man nicht erst lange rumprobieren. Da sind die Lösungen, hat geklappt. Gut, schön. Na denn, gibt es noch irgendwelche Fragen dazu?